So. Hier sind jetzt keine Monster. Kann ich kurz die Sachen aufräumen? Monstersachen. Knochen. Fleisch. Restliche. Oh ne. Oh nö. Bogen, Goldhelm, Schusssicher, 2 Wasseraffinität 1. Haben wir dahin? Habe ich nur einen normalen? Halbbekannt 1, okay. Den muss ich auch noch reparieren. Na toll. Der hier, den hier nehmen wir mit zu Elras Hügel. Das hier habe ich vergessen. Und das hier geht jetzt nicht mehr. Das ist irgendwie total bescheuert. Dann nehme ich einfach noch ein bisschen mehr Wolle mit zu Elras Höhle. So, komm schon. Haltbarkeit aufs Schwert drauf. Ich brauche Lapis Lazuli. Sind eh Level 9. Wieso ist das Steinkohle? Wollte ich doch da drin haben. So, komm schon. Bann. Wer will schon Bann? Oh, Level 10. Ich muss also noch ein paar... Monster schlachten. Aber hier habe ich zu hell ausgeleuchtet. Okay. Aber da unten sind jetzt, glaube ich, ein paar Monster. Komm her. Nicht alle auf einmal. Ihr müsst jetzt mal kurz warten. Ich hole euch gleich. So. Haltbarkeit 2. Richtig geil. Jetzt brauche ich nur noch mehr Level, damit ich dann auch... damit ich dann die Schwerter auch wieder reparieren kann. Und dann habe ich auf dem geilen Schwert Haltbarkeit 2 drauf. Rüstung geht noch. Was habe ich da eigentlich drauf? Schutz 2, Haltbarkeit 1. Okay, das geht noch. So, solange die Nacht dauert, möchte ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich glaube, ich brauche nicht mehr als... Garantiert mehr als 10 Level, um das reparieren zu können. Die Nacht ist ja schon fast vorüber. Jetzt. Ja. Fast vorüber. Das ist eine Hexe. Okay, Level 10 sind wir. Da ist ein Bogenschütze an Land. Elf. Da ist noch die Hexe. So, und das Skelett holen wir uns noch, den Bogenschützen. Da vorne brennt noch jemand, den können wir uns ganz schnell holen. Die Erfahrungspunkte sind es wert. Aber zu sterben nicht.
So, das eine ist da. Und das andere ist hier. Level 12. Level 12 könnte tatsächlich reichen, aber ich bin mir nicht sicher. Vor allem, da ich jetzt bei beiden Schwertern Verzauberungen raufhauen würde. Das wird vermutlich sehr teuer. Nur 9? Geil. Und es hat dann echt Haltbarkeit 2. Oh, wie geil. Und wie würde das andersrum kosten? Wir nehmen die 9. Das ist doch geil, oder? Das haben wir unter Hammer, geil, super, perfekten Schwert. Noch Haltbarkeit 2 drauf. Haha. So. Das da will ich auch noch gerne reparieren. 15. Oder 13. Verdammt. 13. Aber es ist schon wieder Tag. Mist. Aber das mit unserem Schwert, das ist jetzt so richtig geil. Es hat Haltbarkeit drauf. Wir müssen es noch seltener reparieren. Das da müsste bald mal repariert werden. Das ist, aber das hat nur Haltbarkeit 1. Wir machen uns einfach eine neue, verzaubern die auch auf Haltbarkeit 1 und reparieren das dann und fertig. Boah, das ist die Idee. Das ist die Idee. Wo ist das? Ne, jetzt haben wir erstmal die Sachen hier weg. Das hier kommt weg. Das hier. Dann haben wir hier noch das, das und das. Und das da. Und hier das. Oh, und Feuerschutz 2. Ah, okay. Kommt dahin. Die da nehme ich mit. Genau. Und da will ich jetzt Haltbarkeit 1 rauf. Na toll. Ich wollte nämlich Haltbarkeit 1 rauf, dann mit dem da zusammen craften, dann ist es ungefähr wieder voll. Und dann habe ich auf der Haltbarkeit 2, da Haltbarkeit 2, dann würde da Haltbarkeit 3 draus werden. Aber ich brauche mehr Level, mindestens Level 4. Und selbst dann habe ich vermutlich nur Schutz. Habe ich jetzt eigentlich was drin? Nö. Na gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Dann muss das leider warten. Aber ich hau die schon mal dahin. Und wieder ziehe ich mir so lange an. Den Bogen wollte ich mitnehmen. Das wollte ich alles mitnehmen. Und dieser, ja, ich hoffe, die hält noch ein wenig. Wäre eigentlich schon blöd, wenn die kaputt gehen würde. Da mache ich mir dann notfalls einfach eine neue. Fertig. So, wir gehen jetzt zurück zur Höhle der Elras. Mit verbesserter Ausrüstung! Komm, die Erfahrung, die holen wir uns. Ist nicht viel. Aber besonders dadurch, dass wir jetzt Level 3 sind, wird es doch einiges, ein bisschen viel. Und Beute haben wir ja auch noch. Das ist so richtig geil. Die drei Tintenfische haben uns 11 Tintenbeutel gegeben. Das ist richtig geil. Oh Mann, ich liebe dieses Schwert. So, jetzt, ich möchte, ah Mann, aber ich würde tatsächlich mehr Erfahrung brauchen. Wenn wir das nächste Mal zurückgehen und das ist nicht zum Reparieren, dann machen wir das mit der Brust. Dann hat die Haltbarkeit 3. Das wäre so richtig geil. Eigentlich könnten wir denselben Trick auch für die Spitzhacke nutzen. Und auch hier für das Schwert. Ja, okay, die Spitzhacke hat Haltbarkeit 3. Das wird ein bisschen schwierig.
Da bräuchten wir verdammt viel Glück für eine Level 2 Verzauberung, um Haltbarkeit 3 zu bekommen. Oder eine Level 30 Verzauberung. Okay, das passt. Nichts zum mit runternehmen, aber auch nichts zum zum dalassen, zum zurückbringen. Eine Fledermaus. Wegen deiner Sorte wäre vorhin mal ein Küper fast explodiert. Zum Glück brauchen wir jetzt nur noch zwei Schläge. Oh, wen haben wir denn da? Boah, geil. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Toll. Da ist aber noch einer. Nein. Ich glaube, ich habe ihn aus Versehen angesehen. Wo sind die? Hier müssen irgendwo zwei Lowlife-Endermänner sein. Ich brenne mal wieder. Enderman, wo bist du? Du bist kein Enderman. Du auch nicht. Du auch nicht. Oh, Haltbarkeit 2, das ist so geil. Ich glaube, die Endermänner finden wir nicht mehr. Ich glaube, die sind weg. Wahrscheinlich haben sie ihn nach oben geportet oder in irgendeinen Zwischenraum. Oder sie haben sich kurz nach unten geportet und dann später wieder nach oben. Oder wieder komplett woanders hin. Ich glaube, die sind weg. Level 5. Also, wie ist das eigentlich mit dem Verzauberungstisch? Weil da hat er irgendwie immer dieselben Verzauberungen. Sind die wirklich Item gebunden? Das heißt, wenn man den drauflegt, steht da fest, welche Verzauberungen der haben kann und die sind dann gebunden oder so? Oder ändert der die irgendwie von Session zu Session wieder oder was weiß ich? Wäre wirklich interessant zu wissen. So, das kann da bleiben. Ach, ich dachte jetzt eigentlich, ich wäre in einer anderen Ebene, wo auch so ein Gang ist und dann. Aber ich bin noch etwas zu weit oben. Aber wir haben schon Level 6. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir könnten zumindest auf eine Level 1 Verzauberung machen. Wenn wir wollten. Okay, das da kann da bleiben. Ja, da in die Gruppe will ich jetzt aber auch nicht. Ach, immer wenn der Rückstoß fehlt. Das ist so fies. Der hätte mich schlagen können. So, aber tropft da was runter? Ja, Lava. Oh, wie geil. Lava tropft auf das Fass. Das hat nicht jeder. Lava, die auf ein Fass tropft. So, also hier sind wir wieder richtig. Können wir gleich mal die Bögen reparieren. Oh, leider noch nicht ganz voll. Und dann machen wir das. Und... Ach, die Tintenbeutel habe ich die ganze Zeit übersehen. Mist. Die hätte ich gleich ganz oben lassen können. Egal.
So, weiter geht's. Jetzt haben wir ja wieder einen kürzeren Arbeitsweg. Wie gefällt es dir, verbrannt zu werden, Hexe? Ja. Eigentlich müssen wir hier gar nicht lang, aber hier sind gerade so viele Monster. Wir sind schon wieder Level 8. So, hier müssten wir hin. Und da muss ich jetzt meinen Laptop wieder aus dem Ruhemodus bringen. Energiesparmodus. Holen. So. Also. Dann haben wir da. Und da ist dann wieder das Loch und ein Lag. Und das ist jetzt aber nicht der Stein, sondern hier sind zweimal Skelette, also Knochen. Also einmal Knochen und einmal ein Skelett. Zack, zack. Das sind die Knochen. Und das hier ist das Skelett, das geht so nach rechts. Und dann kommt noch zweimal. Und dann Wand. Das ist korrekt so. So, was kommt hier noch? Das ist nämlich nur... Der Stein hört nämlich hier auf. Und... Da haben wir aber zweimal Blut. Das ist sowieso sehr viel Blut. Dann haben wir hier einen Brunnen. So, Brunnen. Und dann haben wir noch nichts mehr. Das ist schon die Mauer. So, was haben wir da? Da geht's hier weiter. Und zwar nur die zwei Felder beim Loch. Und hier ist dann der Knochen. Das Skelett, der zweite Teil vom Skelett. Also das hier ist ein Skelett und das sind Knochen. Und dann haben wir noch eines und dann ist Mauer. So, dann haben wir jetzt zwei hoch. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Und da ist tatsächlich nur dieses eine und da ist ein Fass. So, nach links haben wir hier die zwei. Also fängt er tatsächlich hier an, das heißt, ich muss noch hier ran, das ist richtig geil. Die zwei, dann kommt hier der Stein. Und dann kommt zweimal Blut und dann der Brunnen. Also zweimal Blut und dann Brunnen und dann haben wir dann noch mindestens einmal, mehr sehe ich nicht, weil gerade das Licht so blöd, die Sonne gerade so blöd scheint. Ich nehme nämlich wieder nachmittags auf, ich esse ja wieder Semester, ich habe ja keine Ferien mehr und deshalb muss ich halt leider aufnehmen, wann es gerade passt. Und das ist gerade so, ich sehe das nicht durch. Weil das ist halt dieses schwarze YouTube-Streifen drüber. Und da kann ich jetzt nicht mehr durchsehen, weil es gerade so hell ist. Aber egal. So, dann ist hier frei. Hier ist ein Stein. Und hier ist. Also hier ist der neue Stein. Und das da hinten, das ist der alte Stein. Der hier. Und da haben wir dann eins. 2, 3, 4 mal Blut. 3, 4.